Hallo, das ist der Paul und die Susi. Und die sind ganz schön am Grübeln. Warum? Na, sie haben ihr Übertrittszeugnis bekommen. Paul hat in Deutsch eine 2, in Mathe eine 1 und in HSU auch eine 1. Susi hat eine 3 und 2 Zweier. Und deshalb stellt sie sich immer wieder eine Frage. Realschule oder doch Gymnasium? Aber das ist eigentlich ganz einfach. Da sie mit diesen Noten die Berechtigung hat, lautet die Antwort: aufs Gymnasium. Aber diese Entscheidung findet auch Susi super und kann sich endlich wieder freuen. Aber worüber grübelt denn Paul, wo seine Noten doch so eindeutig sind? Er stellt sich die Frage, in welches Gymnasium er gehen soll. Da er so gut in Mathe ist, und das ja auch ein sehr wichtiges Fach ist, würde er am liebsten an ein Mathe-Gymnasium gehen. Aber sowas gibt es nicht, denn Mathematik ist in jedem Gymnasium in Bayern absolut identisch. Von der 5. Klasse bis zum Abitur. Apropos identisch, eigentlich sollte Paul sich gar nicht so einen Stress machen. Denn wenn man alle Gymnasien vergleicht, dann sind die Unterschiede in der Unterstufe und in der Oberstufe nur ganz gering. Die Unterschiede liegen eigentlich nur in der Mittelstufe. Da hat das JTG ein neusprachliches Profil und ein sozialwissenschaftliches Profil. Die Mehrheit der Fächer ist aber auch hier wieder identisch. Darüber hinaus kann man am JTG so einiges erleben. Wir sind sehr sportlich und es gibt viele Möglichkeiten, aktiv zu sein. Und auch im Bereich Theater und Musik wird so einiges geboten. Die MINT-Fächer sind uns auch sehr wichtig und wir bieten viele Wahlkurse an. Für unser Engagement wurden wir als MINT-freundliche Schule, Jugendpräsentiertschule und Umweltschule ausgezeichnet. Das JTG ist auch global und man kann hier an vielen unterschiedlichen Austauschprogrammen in verschiedenen Ländern teilnehmen. Wir sind modern und das ist gerade im Zeitalter der Digitalisierung sehr wichtig. Und das Wichtigste ist, wir sind menschlich. Als sozialwissenschaftliches Gymnasium lautet unser Motto: Wir leben Schule. Dies zeigt sich auch an der Vielzahl toller Projekte, die wir zusammen durchführen. Aus diesem Grund haben sich auch der Paul und die Susi entschieden, auf das Julius-Echter-Gymnasium zu wechseln. Und ganz egal, für welches Gymnasium die Wahl fällt, wir wünschen schon mal viel Erfolg auf dem Weg zum Abitur. Tschüss und hoffentlich bis bald am JTG.